Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zu Movie MHD. Heute, und zwar haben wir den 6., also Nikolaus, gucken wir auf Vorbereitung auf die letzten Jedi. Der letzte Teil, der uns der alten Trilogie noch fehlt, und zwar Rückkehr der Jedi-Ritter. Mal gucken, das ist auch nicht spiegelt. Wir werden aber nicht die VHS gucken, was irgendwie locker wäre, aber auf einer 55-Zoll-Glotze mit 4K, glaube ich, nach Augenkrebs aussieht. Und wir gucken auch nicht die 2004er DVD-Edition, einfach aus dem gleichen Grund, sondern wir kicken die HD-Variante über Netflix, weil ganz ehrlich, so viel mehr abgefuckt haben sie zur Blu-ray-Fassung sowieso nicht mehr. Also ist total wurscht, ob welche wir davon gucken. Die Originalfassung habe ich nämlich nicht besorgt bekommen. Ja, was erwarte ich von dem Film? Ich erwarte ganz furchtbar nervige Ewoks, aber ich erwarte einen verdammt coolen Luke, einen geilen Darth Vader und einen richtig tollen, den besten Imperator, den wir, denke ich mal, sehen werden. Mal gucken, vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann nochmal wieder, aber bisher der beste Imperator. Das war's auch eigentlich schon. Los geht's. So, die Damen, fertig sind wir mit der VHS von Rückkehr der Jedi-Ritter. Ist sogar zurückgespült. Wir müssen keine Mark bezahlen, wenn wir sie abgeben. Nein, Quatsch. Wir haben natürlich die Netflix-Variante geguckt. War total geil. Ewoks, die blinken, blinzeln. Da hat er gleich einen Dreiviertelstreifen. Nein, totaler Quatsch. Wer braucht denn Ewoks, die blinken? Schon wieder blinken. Blinzeln. Zu den Ewoks kommen wir aber gleich noch genauer. So, gleiche Eröffnung ist von dem Film ziemlich cool. Es wird nicht lange um den heißen Brei geredet. Wir sehen sofort mit dem ersten natürlich Shot, wie bei jedem Star Wars Film, ein Raumschiff und dann ein Schwenk auf etwas anderes. Und das ist gleich, auch wenn nur ein Teil des Bildes, der zweite Todesstern. Also wir werden jetzt nicht irgendwie auf die Folter gespannt. Wir wissen es sofort. Finde ich gut, finde ich richtig gut. Dann diese Einführung von Darth Vader, auch sehr, sehr gut. Und dann auch mit dieser Bedrohung, dass man mitkriegt, okay, alle Leute haben schon Schiss, Darth Vader kommt auf die Station und der erzählt, Leute, da kommt noch was viel, viel Schlimmeres, der Imperator kommt. Und man sieht, uiuiuiui, die scheißen sich noch sehr viel mehr in Hose. Richtig gut, das war eine echt klasse Eröffnung. Ja, dann kommen wir aber zu dem Problem, ich brauche gar nicht nachgucken, weil da habe ich mich während des Films schon aufgeregt, und zwar diese ganze Szene auf Tatooine. Geht etwa 35 Minuten, ist weder für Charakterentwicklung und für die Handlung in irgendeiner Weise wichtig, außer Han Solo ist zurück. Wo man sich denkt, das ist der letzte Film, nicht nur einer Trilogie, sondern der Trilogie. Und wir brauchen 35 Minuten für nix. Für nix. Wäre es nicht viel klüger gewesen, weil da kommen wir auch zu einem anderen Punkt, wenn man das Drehbuch nicht geschrieben hätte mit und dann und dann und dann, sondern aufgrund dessen passiert das und das und daraus entwickelt sich das und das. Wäre es nicht viel schöner gewesen, eine Kommandocrew der Rebellion zu haben, die ihn befreit? Gerne auch mit Luke Skywalker zusammen. Und während der Befreiung finden sie heraus, es gibt einen zweiten Todesstern, was man hätte viel besser integrieren können in dieses, ist es eine Falle. Und nicht, ja, sind viele Leute gestorben. Wir wissen, daher wissen sie, da ist ein zweiter Todesstern. Und so kann man viel besser reinbringen, ist es eine Falle. Außerdem kann man viel besser reinbringen, warum wird Han Solo, warum meldet er sich freiwillig für dieses, in Anführungszeichen, Himmelsfahrtskommando, wie die anderen Charaktere es nennen. Es wäre viel klüger gewesen, so als Dankbarkeit, also als für diese Entwicklung des Charakters, dass er dann sagt, ey,
ich bin denen so dankbar, dass sie mich gerettet haben. Ich stelle mich da für die dafür zur Verfügung. Und so geht es in diesen ganzen Filmen leider aber weiter. Das ist immer und dann und dann und dann. Das ist ein nicht so tolles Drehbuch. Was wirklich gut ist, ist alles mit Darth Vader und Luke zusammen und nachher im Thronsaal mit dem Imperator noch dazu. Das ist total geil. Wir sehen einen Lichtschwertkampf, der in dem Kampf tatsächlich sehr viel mehr ein Kampf der Emotionen ist, auf beiden Seiten. Wir sehen, wie er wirklich dazu verleitet wird, die dunkle Seite der Macht zu nutzen und... Ah, das war richtig, richtig gut! Und der ganze Rest nicht so. Also, die alles auf Endor ist furchtbar, ui, ui. Und dann. Es ist furchtbar und dann. Wäre es nicht viel klüger gewesen, zu sagen, hey, die da auf dem Waldmond leben, das sind keine Ewoks, sondern Wookies. Umgedreht. Eigentlich sollten es Wookies sein. Ne, die haben bloß den Namen umgedreht. Ein bisschen anders geschrieben. Und abgesehen davon, dass es Wookies gewesen wären, wäre es halt einfach cool gewesen, es wären halt Sklaven gewesen und man hätte das, die halt den Todesstern gebaut hätten und dann hätte man viel mehr machen können aufgrund dessen. Sie kommen halt dort an und sie müssen nicht ewig viel Zeit damit verbringen, wie, oh, das Team trennt sich da und dann passiert das und dann durch irgendeinen Zufall, vermutlich die Macht, sammeln sie sich wieder. Nein, das ist totaler Quatsch. Das hätte man viel organischer mit den Wookies bringen können. Abgesehen davon ist der dritte Akt mit den Ewoks, der... Boah! Pauli, ich weiß nicht, ob ihr ihn seht. Er liegt dort. Wenn ich dem jetzt einen Stein in die Hand geben würde, könnte er immer noch kein fünfjähriges Kind umbringen. Auch wenn es von der Größenproportion zum Ewok, zum Stormtrooper passen würde. Es würde nicht funktionieren. Ich weiß, da geht es um... Soll es wohl um diese Sache gehen, wie im Vietnamkrieg. Diese hochgerüstete Militär gegen diese Untergrund-Guerilla-Vietcong. Dings, dieses clasht und dass die Hochgerüsteten verlieren und dass halt der Imperator sich generell sehr überheblich ist und deswegen ist alles passiert, wäre es nicht viel cooler gewesen, einfach Wookies zu nehmen und die Wookies nicht um 2 Meter zu schrumpfen und den Namen umzudrehen? Es wäre viel cooler gewesen, die dann zu sehen und dann wie dieser ein wenig von Episode 3, was gut ist, wie man dann wirklich auf Kashyyyk sieht, ey, oh, geil. Wie die wirklich als Krieger sind, das wäre doch viel geiler gewesen, weil dieser Tonshift zwischen er überlegt mit, auf die dunkle Seite der Macht switchen und da unten hast du Teddybären mit dem Gleiter, die durch die Luft fliegen. Nein, das ist total blöd, Leute. Das Drehbuch, man merkt tatsächlich dem Film viel zu sehr an, dass George Lucas da mehr mit drin hatte, wie er hätte haben sollen, weil George Lucas ist kein guter Drehbuchautor und Regisseur. Was er gut machen kann, er ist ein Ideenmensch. Er hat prima Ideen und andere Leute müssen rausdestillieren, was daran das Gute ist und darum den Rest bilden. Das ist so ähnlich wie bei Dan Aykroyd. Guckt euch mal Valkenvania an, dann wisst ihr genau, was ich meine. Da hat er ein bisschen zu viel Sahne gehabt. Meckern wir nochmal ein bisschen über den ersten Akt. Ich kann auch über den zweiten Film meckern. Wie gesagt, wir haben diese 35 Minuten, in denen nichts passiert, wirklich wichtig ist, und dann kommt erstmal Exposition Time. Und aufwendiger könnte es nicht sein. Dieses... Okay, Yoda erzählt uns jetzt einen Großteil, worum es geht. Gut, Yoda hat es uns erzählt. Obi-Wan kommt und erzählt uns, was passiert. Gibt's Exposition. Ja, und dann kommen sie nochmal beide und geben Exposition. Dieses Drehbuch kommt aus der Hölle. Also echt, das ist... Nee. Was Gutes, habe ich auch aufgeschrieben. Irgendwo da. Die Charaktere sind wirklich sehr gut. Also jeder, also wirklich Obi-Wan ist... Ja, gut, tot. nein, aber Han Solo ist wirklich ein guter Han Solo. Luke Skywalker ist halt ein erwachsener gewordener Luke Skywalker. Leia ist
Oh, hier sind wir bei. Nee, Lea ist. Habe ich auch aufgeschrieben. Ist für die Handlung nur in der Hinsicht wichtig, dass sie erstens vielen Jungs die den ersten Ständer gebracht hat seit 1983. Also viele, viele Jungs. Ne? Ihr wisst genau, der Goldbikini. Und auf der anderen Seite tatsächlich nur als Druckmittel gegenüber Luke. Sie selbst in dem Film ist total irrelevant. Die ist unwichtig. Sie tut nichts Wichtiges in diesem Film. Nix. Nichts. Aber wenn sie da ist und die Sachen spielen darf, die Carrie Fisher halt spielen durfte in diesem Film, dann ist sie wirklich Leia und gut und die Prinzessin. Das ist toll, aber sie ist unwichtig. Furchtbar unwichtig. Was wirklich, aber wirklich gut kommt und welcher Teil der beste in der ganzen, beziehungsweise dieser Charakter in der ganzen Reihe am besten dargestellt wird, ist tatsächlich der Imperator. Der Kaiser, wie er korrekt übersetzt heißen müsste. Der ist wirklich geil. Der ist böse, er sieht schlimm aus, so gut wurde er nie dargestellt. In Episode 3 sieht er eher aus, na, als wenn er ein Frosch ist und sich aufbläht. Und generell sieht die Maske sehr viel mehr nach Maske auf. Wir haben jetzt die Blu-ray-Fassung geguckt, wie gesagt, bei Netflix. Was aber total in dieser Fassung total Quatsch ist. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Drehbuchautor-Slang, der sich nennt Show, Don't Tell. Ne? Und was machen die? Die machen eine sehr gute Szene, indem jemand, der kein Gesicht zur Verfügung hat, mit Körpersprache alles sagt, was er sagen muss. Man sieht, dass Vader, wie er hin und her gerissen ist. Loyalität zum Imperator oder an meinen Sohn. Und was sagt er in dieser Blu-ray-Fassung? Nein. Nein. Und dann wirft er ihn runter. Wir wissen es. Wir sehen es. Man muss uns das nicht sagen. Also, da den niemand, kein Sechsjähriger gucken wird heute mehr, weil die einfach alt aussehen für diese Kinder. Jeder, der erwachsen ist und den schon zumindest mal einen Film gesehen hat, weiß, Körpersprache zu interpretieren. Aber kommen wir zurück. Der Imperator ist geil. Er sieht böse aus, er ist böse, er ist viel böser, als wir ihn sonst jeweils sehen werden. Der geilste Sith, den wir bisher sehen. Mal gucken, wer weiß, Snoke nächste Woche. Aber er soll ja kein Sith sein, wirklich, sondern. Aber lassen wir uns da überraschen. Was bleibt uns abschließend zu sagen? Also, ich würde sagen, abgelaufen. Gammel wird sich, glaube ich, bei Star Wars Filmen nie ergeben können. Ich glaube, ein Star Wars Film kann nie wirklich Gammel werden. Das Interessante ist, wenn wir irgendwann mal Episode 1 bis 3 gucken, ist das, glaube ich, so ein Film, da müssen wir uns irgendeine neue Kategorie einfallen lassen. Weil wenn ihr euch das mal anguckt, Leute, die ihn damals nicht zuerst im Kino gucken konnten, sondern die ihn jetzt vielleicht, keine Ahnung, die heute vielleicht so 10, 12, 13, 14, 15 sind, die finden, dass das ja die guten Filme sind. Und deswegen wird das schwierig zu sein, zu sagen, okay, die Leute, die ihn damals schon schlecht fanden, finden ihn immer noch schlecht und die, die ihn damals gar nicht kannten, finden ihn heute gut. Also da müssen wir uns eine eigene Kategorie ausdenken, aber der Film ist tatsächlich, ich finde gerade auf Drehbuchebene auch wirklich das Schlechteste der Trilogie. Gut, wie gesagt, der Film ist für uns abgelaufen, ich werde ihn generell aber bestimmt öfter mal wieder gucken. Aber bei den Ewok-Stellen vorspulen. Und was sagt ihr zu dem Film? Viele werden meckern, dass wir sowas Böses über diesen Film sagen, weil es Star Wars ist. Könnt ihr gerne machen. Filme, das Schöne an Filmen ist, sie sind Geschmackssache. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben hier, damit die Leute uns besser finden können. Abonniert uns und werdet dann mit Zelliasten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.